Dein Ton war gerade, glaube ich, nicht dabei. Nochmal, du bist der Bei Joachim. Hallo, ja? Genau, Hallo. hallo. Ich bin der Joachim, genau, und ich arbeite als Redakteur bei Skelle Games, jetzt seit 2 Monaten in Festanstellung. Und vorher war das für uns neben dem Beruf quasi ein erweitertes oder ausgeweitetes Hobby. Und wir sind jetzt froh, dass wir jetzt in der Situation sind, das Wagnis einzugehen, das in Vollzeit zu machen. Genau. Und bin heute Abend da, um euch eure Fragen zu beantworten und ein Ja, sehr bisschen schön. Neuheiten vorzustellen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, als Vertreter von Skellig, ihr habt jetzt ganz viel in der Pipeline. Was habt ihr denn geplant? Genau, also so in nächster Zeit kommen ganz viele Katzen auf uns zu. Also da gibt es ein paar Erweiterungen. Da kommen die Kätzchen kommen und die neuen Boote kommen und Kreaturen kommen auch noch, das Roll & White kommt. Also all das, was es letztes Jahr im Kickstarter gab bei Frank West, kommt dieses Jahr bei Skellig auf Deutsch raus und ist jetzt auch schon vorbestellbar. Das ist so das nächste. Dann kommt natürlich On Mars und Alien Invasion. Da habt ihr ja nachher jemanden da, der ist Ja. quasi der Expert und kann euch jede Frage beantworten. Genau, deswegen sind wir auch froh, dass du für die anderen Sachen da bist und mit Vitala Sailor können wir nochmal ganz tief in den Mars einsteigen. Genau. 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 Was kommt noch bei uns? Also Honeybus und Prue war ja jetzt im Frühjahr so unser Verkaufshit. Das kam, ging und war wieder weg. Kommt aber auch beides wieder und ist ab Mitte des Jahres so dritte Quartal hoffentlich wieder erreichbar für alle, die es noch nicht haben. Also das ist ja einmal das schöne Honigwirtschaftsspiel und einmal das auf die Fresse Würfelspiel, würde ich so sagen. Ja, tatsächlich, Brew habe ich noch gar nicht gespielt, aber Honey was mega Ja, gutes Spiel. für Brew muss man auch der Spieler sein. Also wir waren jetzt letztes Wochenende in Rating auf den Spieltagen und dann kamen auch Pärchen zu uns an den Stand und dann haben wir gefragt, mögt ihr es gerne kompetitiv oder nicht? Weil wenn ihr es nicht kompetitiv mögt, dann lasst das Spiel bitte stehen. Wir wollen hier nicht zuständig sein für eure Trennung. Ehrliches Marketing, also. Ja. Genau. Was mich persönlich auch interessiert, ist, wie entscheidet ihr euch dafür, Spiele mit auf den deutschen Markt zu bringen? Also was habt ihr da für Kriterien beim Scouting? Macht ihr so aus dem Bauchgefühl heraus oder was entscheidet ihr da? Ihr habt ja auch sehr, sehr unterschiedliche Spiele mit im Repertoire. Naja, am Anfang ist immer ein Bauchgefühl, würde ich sagen, beziehungsweise man ist ja ständig auf der Jagd nach neuen guten Spielen oder nach alten Perlen oder so. Beziehungsweise wir hören auch viel auf das, was uns geflüstert wird oder so. Oder bei Discord schreibt auch schon mal einer oder andere, hey, schaut euch das mal an. Und dann geht es darum, die Verlage anzuschreiben, die die Spiele rausgemacht haben. Und dann gibt es natürlich auch erstmal ein Testspiel. Also so, es ist kein Oh aus dem Bauch raus. Wir machen das Spiel jetzt so oder so, sondern wir schauen es uns dann an und dann wird es eifrig gespielt. Und wenn es dann noch gefällt und überzeugt und alles andere uns auch zusagt, dann sind wir gerne dabei. Ja, interessant. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Fragen aus der Community gefunden. Und zwar zum einen zum Spiel Santa Monica. Kann man irgendwo einen Solo-Modus bekommen, ist da die Frage. Oh, da müssen wir mal bei BGG gucken, weil wenn irgendwo Solo-Modus sind, dann sind die meist da zu finden. Ich glaube, Alles klar. da steht der, glaube ich, auch auf Englisch, der Solo-Modus. Ja, dann weißt du Bescheid, Rainer M. Den Solo-Modus findest du wahrscheinlich auf BGG. Und die Steff Hamburg fragt: Es gibt neue Maps zu Age of Steam bei Eagle Griffin, aber kommen die dann auch bei euch bei Skellig? Genau, also wir machen, also als Galax sind wir ja der deutsche Vertriebspartner für Eagle Griffin Games. Und da wird gerade im Hintergrund ein großes Päckchen gepackt von Age of Steam. Und da kommen auch die neuen Karten mit raus, ja. Ja, super. Definitiv. Noch mehr Fragen? Noch mehr Fragen? Die Frage geht an euch, Leute. Sonst kann ich auch weitererzählen, weil so ein bisschen Erzähl kommt noch gerne bei weiter, uns. ja klar. Genau, Was also kommt da noch? der ein oder andere hat es ja schon erfahren. Die Chocolate Factory kommt dieses Jahr auch auf Deutsch. Da gibt es auch bei Hunter und Friends ein schönes Erklärvideo zu. Für jeden, der das Spiel noch nicht kennt, das ist auf jeden Fall ein Gaumengenuss. Ja. Ja. Grüße gehen auch nochmal an Pete raus. Der hat uns letztes Jahr auch mit Schokolade auf der BerlinCon versorgt. Das war sehr nett, Genial. Pete. Ja, die Grüße, die richte ich auf jeden Fall aus. Ich habe auch von ihm tatsächlich noch eine Frage, und zwar, wann kommt Redlands? Was? Wann kommt Wann was? kommt Redlands? Redlands?
Ja. Redlands kommt, glaube ich, in der Spieleschmiede, nicht bei uns, glaube Nicht ich. bei euch? Also, Okay, dann hat er sich nee. wahrscheinlich vertan. Da hat er sich vertan. Also, soweit ich. Also, ich glaube, es ist in der Vorankündigung in der Spieleschmiede, habe ich es neulich gesehen. Alles Aber bei klar. uns kommt das nicht. Bei uns kommen ein, zwei andere Sachen, über die ich noch nicht sprechen kann. Aha. Worüber ich auf jeden Fall sprechen kann, ist, der Bergkönig kommt dieses Jahr zurück. Also, wir hatten den ja letztes Jahr auch rausgebracht in den Hallen des Bergkönigs. Und der ist auch relativ schnell durch die Läden wieder gegangen. Der kommt zum Glück dieses Jahr wieder. Ist ein schönes Puzzlespiel im Kennerbereich. Und der kommt dieses Jahr nicht allein. Der bringt auch noch seinen Bruder mit, der Fall des Bergkönigs. Das erzählt quasi die Vorgeschichte von diesem Spiel. Also in dem Spiel versucht man ja, den Berg wieder für sich zu gewinnen. Und im Fall des Bergkönigs geht es quasi darum, die Zwerge greifen den Berg an. Du willst halt versuchen, möglichst viele Drolle aus dem Berg rauszubekommen und die Stellung zu halten. Und der größte Retter, beziehungsweise um Ruhm und Ehre geht es da. Du willst den Berg, solange es geht, verteidigen. Aber letztendlich fällt dann der Berg und die Zwerge überrennen ihn. Genau, ist ein Area-Control-Spiel, hat aber auch einen sehr innovativen Puzzle-Mechanismus dabei, weil du puzzelst dir quasi deine Aktionsauswahl. Also das, was du jede Runde machst, hast du dir vorher schön zusammengepuzzelt in deinem Ahnenbauen und kannst dann bestimmen, was du oder wie stark du welche Aktion spielen willst. Genau. Ja, das klingt nach einem eigenständigen Spiel. Habe ich da recht? Hier richtig, genau, komplett Okay. eigenständig. Nur das Thema ist quasi der Vorgänger. Ja, Das Sequel. zu Bergkönig fragt der Frank F. auch, wann das ungefähr rauskommt. Gibt es einen ungefähren Zeitpunkt? Ungefährer Zeitpunkt Mitte des Jahres auch. Wenn ihr wissen wollt, wann kommt was, kann man auf skellig-games.de immer gucken. Da gibt es eine Rubrik, wann kommt was. Da steht auch, wo die Spiele gerade sind, falls die mit dem Schiff kommen oder wann die ungefähr rauskommen, beziehungsweise ob es Nachdruck von Spielen gibt oder nicht. Also da kann man sich immer ganz gut informieren, wenn mal gerade ein Spiel nicht da ist, kommt das wieder oder wann kommt das. Also da findet man die Infos. Ja, super. Ja, sowas finde ich auch mal so echt hilfreich. Also schaut da mal vorbei, Leute. Ja, vor allem findet man halt auch zu den einzelnen Spielen, wenn es irgendwo was gibt, so Zusatzmaterial oder so, das findet man dann auch bei den einzelnen Spielen. Da kann man dann gucken, wenn man nochmal irgendwie einen Zettel ausdrucken muss oder eine Wertungstafel oder irgendwelche Regelzusätze oder die Regeln, die sind meist auch auf der Homepage. Perfekt. Sehr gut strukturiert also. Ja, wir versuchen es. Es klappt nicht immer, aber wir versuchen es. Joachim, was ist dein Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel? Dein Lieblingsspiel. Das kommt in ein paar Monaten raus. Also, beziehungsweise meinst du mein Lieblingsspiel von Skellig Games oder mein Lieblingsspiel allgemein? Mach mal beides. Okay. Also mein Lieblingsspiel von Skellig, ja, es ist halt auch schwer zu sagen, weil ich mag Big Monster ziemlich gerne und ich glaube, das ist auch das meistgespielte Spiel, was ich von Skellig gespielt habe. Weil damals, als ich zu Skellig gekommen bin, war das gerade aktuell und ich konnte es in meinem anderen Beruf auch spielen. Und das ist halt so ein schönes Spiel, was man halt auch mal kurz nebenher im Zwei-Personen-Spiel spielen kann, aber auch mit sechs Leuten. Gibt es jetzt auch auf Board Game Arena. Kann man da auch spielen? Ja, haben wir gesehen. Ja. Und macht halt auch mega Spaß. Also das ist so von den kleineren. Komplexer dann der Bergkönig definitiv. Und das, was ich am meisten im letzten Jahr gespielt habe, so von den Spielen, die bei uns kommen wird. Dazu kann ich leider noch nichts sagen. Das kommt bald. Ich frage dich dann bei Zeit nochmal, welches Ja, es genau. gewesen sein wird. Also ich hoffe, wir können auf der Berlin-Con drüber sprechen, weil dann sollte der Kickstarter durch sein. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall. Was haben wir denn noch für Fragen aus der Community? Sebastian Bodenstein fragt, wie ist denn der aktuelle Stand bei Darwin's Journey? Bei Darwin's Journey, da habe ich heute, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen, die deutschen Regeln bekommen. Das schiebt sich leider immer weiter nach hinten. Also wir sind dran. Wir sind da ja auch nur, also wir haben ja auch nur die Lizenz. Aber wir sind dran und wir hoffen, dass das irgendwann Weihnachten rauskommt. Okay, irgendwann Wel Weihnachten welches kommt ihr. Weihnachten habe ich jetzt nicht gesagt, aber Oh, okay. nein. Das vierte Also Quartal irgendeines Jahres. das vierte Quartal irgendeines Jahrhunderts, ja. Oh. Na gut. Aber es ist zumindest schon vorbestellbar auf eurer Seite, habe ich Genau, gerade es noch ist gesehen. vorbestellbar.
Wir hoffen, dass es was wird. Also das. Ja, ich wünsche euch da viel Erfolg bei. Ja, es gibt halt manchmal Spiele, die brauchen ein bisschen länger, aber das ist dann wie mit gutem Wein. Der Brauer muss auch Genau, länger liegen. so muss man das sehen. Wir haben noch eine Frage zu, wird der Fall des Bergkönigs auch im Kennerbereich angesiedelt sein? Ja, ist definitiv. Also vom Level her ist es ähnlich wie die Halle des Bergkönigs. Ist dann halt auch ein bisschen Geschmacksfrage, wo man mehr draufsteht, aber es ist, ich habe immer in den Pitchen, wenn wir das jetzt Leuten gepitcht haben, es ist eigentlich kein klassisches Area Control, sondern mehr Defense Control, weil du greifst nicht die anderen Troll-Klane an, sondern du versuchst halt wirklich die Höhlen, die du hast, zu schützen und versuchst dann bei den einzelnen Troll-Klanen Einfluss und Ruhm zu bekommen, um darum wieder neue Helden anzuwerben. Definitiv im Kennerbereich, weil du mehr als eine Option pro Runde hast und überlegen musst, was mache ich, was mache ich nicht. Alles klar. Genau. Sehr schön. Ja. Ja, seltsamerweise nochmal eine Nachfrage zu Age of Steam. Kommen die neuen Maps für Age of Steam Mounted Maps oder als Player Maps? PVC, Das Neopren? ist eine gute Frage, die bitte bei Discord nochmal stellen. Vielleicht kann die da einer beantworten. Bei euch im Skellig-Discord meinst du? Ja. Ist der, meinst du jetzt so offen für Publikum oder nur unter euch? Nee, unser Discord-Server ist offen für Publikum. Ah ja, Also den okay. findet man auch über die Homepage. Wir machen da auch immer mal wieder Spieleabende oder Testspiele. Also gerade auch wir versuchen ja auch immer mehr selber zu entwickeln und gerade auch da machen wir da immer Testspiele auch und holen uns die Meinungen ein oder ja, berichten so ein bisschen von den Messen und also allgemein, wer uns ein bisschen mehr verfolgen will oder sich ein bisschen einbringen möchte, der kann da gerne mal uns besuchen und da auch Fragen stellen, weil auf alles habe ich ja auch nicht die Antwort. Also Ja klar, kann auch nicht. Ja, macht mich auf jeden Fall neugierig. ja, Schaue ich mir mal an. genau. Wir haben auf jeden Fall noch eine weitere Frage zu deinen Top-Spielen für Zwei-Personen-Spiele. Was sind deine Lieblings-Zwei-Personen-Spiele? Meine Lieblings-Zwei-Personen-Spiele. Also ursprünglich komme ich ja so aus dem Bereich, also ganz Anfang so Magic auch gespielt und danach Dreamblade gespielt und halt so kompetitive Spiele und in den letzten 4, 5 Jahren auch viel Keyforge gespielt. Das muss man aber mögen. Also da muss man halt so kompetitive Spiele oder Kartenspiele mögen für. Von Skellig Zwei-Personen-Spiele, Big Monster definitiv. Sagani spielt sich auch wunderbar zu zweit. Und gegen Weihnachten oder Ende des Jahres kommt auch Power Plants raus. Das kann man auch wunderbar zu zweit spielen. Macht natürlich auch mit mehr Leuten auch mehr Spaß, weil da ärgert man sich auch so ein bisschen. Ja, davon habe ich noch gar nichts gehört. Power Plants? Sag mir bisher noch gar nichts. Genau, also Power Plants, der magische Garten, ist ursprünglich auch von Kids Table Board Game ein Kickstarter gewesen, von dem kanadischen Partnerverlag von uns. Da geht es halt darum, jeder ist ein Zauberer und du legst zusammen einen magischen Garten aus und tust da deine Helferlein und Feen draufsetzen und möchtest möglichst viele, viele Blumen und Felder am Ende einnehmen. Und der Kniff bei der Sache ist, du kannst immer überlegen, wenn du ein neues Pflanzenteil anlegst, ob du die Hauptaktion des neuen Teils nimmst oder die Aktion von den drumherum liegenden. Und da ist es ein richtiger Brainburner manchmal. Also weil du hast durchaus viel zu überlegen. Ja. Hat mich auch gewundert, dass das beim kanadischen Kinderverlag rausgekommen ist, weil ich habe dann den Redakteur auch gefragt, wie schlau sind eure Kinder eigentlich? Kanadier Weil es halt, eben. ja, weil es halt viel zu denken ist, einfach, weil jeder, der das erste Mal spielt, ist erstmal so, buff, okay, ich kann jetzt das machen oder das, das, das und das. Und dann muss man halt gucken. Ja, Ja. verstehe. Ja, klingt auf jeden Fall auch wieder sehr spannend. Ja. Ja, ich denke mal, einer der wichtigsten Fragen, plant ihr dieses Jahr wieder auf die Berlin-Con zu kommen? Wir haben, glaube ich, schon gebucht. Also ja, Sehr cool. wir kommen. Ja, Ralf, Definitiv. Das Skellig ist dabei. lassen wir uns nicht entgehen. Nein. Sehr schön. Ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja. Wir haben leider, ich glaube, doch, wir werden ein paar Spiele mitbringen. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Ich kann nichts versprechen, aber ich hoffe, dass ein paar Sachen wieder da sind, beziehungsweise dann rauskommen. Unsere große Jahresneuheit, die wir dieses Jahr anpeilen, die wird leider erst zu Essen fertig sein. Wir haben mit der Rita Model ein Zwergen-, Zieh- und Zeichenspiel gemacht.
Also ein Draft and Draw Spiel auf Englisch. Genau, wo es darum geht, dass du ein Zwergenarchitekt bist, der ein kleines Dorf baut. Und jeder darf jede Runde drei Karten ziehen und hat dann die Option, davon eine zu nehmen. Dann wird gedraftet und er kriegt wieder eine Karte. Und dementsprechend muss er dann Ressourcen einzeichnen. Und das Lustige an dem Spiel ist, du hast erst drei Produktionsphasen, ne Quatsch, drei Kartenphasen und dann kommt die Produktionsphase und dann nimmst du all das, was du vorher eingezeichnet hast und dann wird produziert fleißig. Und dann kommt für jede Münze kommt ein neuer Zwerg ins Dorf, den muss man dann einzeichnen und für jedes Holz zeichnet man eine Schmiede ein und dann für jedes Holz, Bier, Münze gibt es eine Taverne und das Ganze geht über 10 Runden. Die letzte Runde ist die Wertungsrunde. Und man muss halt rechtzeitig anfangen zu sagen, okay, die Ressource brauche ich nicht oder das brauche ich doch. Weil in den drei Produktionsphasen, die es im Spiel gibt, wird immer exponentiell mehr eingezeichnet. Und da muss man halt auch aufpassen, weil die Lichtung ist begrenzt. Ja, das ist Ja, allgemein Zwergen. dieses Genre macht mich auch immer jedes Mal neugierig auf neue Spiele. Und gerade die Spieleautorin macht mich natürlich noch neugieriger. Ja, Von daher bin vor ich allem echt ist es halt gespannt. auch so ein schönes Zeichenspiel, wo du halt wirklich mehr machst, als nur ein Kreuz einzutragen. Du kannst halt wirklich so ein bisschen auch deine Kreativität freien Lauf lassen und kannst die Tavernen ausmalen oder die Zwerge so malen, wie du möchtest, oder dem Bier noch Bierschaum oben drauf zeichnen. Also das ist so, da hat das Potenzial des Stiftes ein bisschen mehr zu tun, als nur ein Kreuzchen zu machen. Sehr schön. Ja, da habe ich einmal die Frage gestellt, welches Lieblingsspiel du hast, und jetzt kommen die ganzen Fragen hier. Erstmal haben hier die Top 3 deiner Zweierspiele und jetzt haben wir die Top 5 deiner All-Time-Favorites. Die Top 5 meiner All-Time-Favorite. Also da ist auf jeden Hohe Fall Ansprüche sowas. hier in den Fragen. Top 5 meiner All-Time-Favorites. Also ich habe ganz ursprünglich mal so das erste, was wohl dran ich mich erinnern kann, ist Mühle. Ich weiß aber nicht, ob das noch in meinen Top 5 All-Time-Favorites drin wäre. Definitiv drin ist Terra Mystica. El Grande wahrscheinlich auch. Star Wars Rebellion vielleicht irgendwo. Das ist halt schwer. Top 5 All-Time-Favorites. Ich glaube, ich würde sogar Keyforge aktuell reinpacken, weil da habe ich sehr viele schöne Erlebnisse mitgehabt. So. Auch aus jedem Niveau und aus jeder Mechanik irgendwie was dabei. Ja, das ist also. Ich lege mich da nicht fest, so. Was Nummer 5 ist dann. Boah, ey, nächstes Mal brauche ich mehr Zeit. Kriegst du nächstes Mal. Wir haben auch sogar einen Vorschlag für einen deutschen Titel bekommen. Okay, von Steve, was? für das Spiel von Rita Model. Es könnte heißen Zwerge ziehen und zeichnen. Naja, also es wird Zwergendorf heißen Es wird und leider vielleicht. Zwergendorf heißen, aber. Vielleicht im Untertitel ein Zwergenzieh- und Zeichenspiel. Und ganz wichtig, mit Vermehrungsmechanismus, ja. Mit Genau. Vermehrungsmechanismus, okay, ja. Ja. Ich hoffe, das reicht jetzt, wenn es auch nur wenn es 4 waren. Es gibt einfach zu viele schöne Spiele. Also auch ein Fest für Odin oder. Also ich mag in letzter Zeit ziemlich viel Puzzle, weil wir haben ziemlich viel Puzzlespiele. Aber auch Area Control oder so, das ist. Also früher mit Risiko angefangen, dann irgendwann Blood Rage und gibt so viel Schönes. Ah, Moment. Eins meiner Jetzt kommt der Lieblingsspiele. Einfall. Das muss auch meine Top 5, auch wenn ich kaum dazu komme, das zu spielen. Das ist Warp Gate. Das ist ein kleines 4X-Spiel. Die haben uns das damals, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren auf der Esse gepitcht, als das ist Twilight Imperium in einer halben Stunde. Nicht ganz, aber es macht trotzdem Spaß. Ja, interessant. Vielleicht überzeugt das auch nicht spielerisch, aber einfach die Geschichten, die man damit erleben kann, machen Spaß. Ja, du bist so ein Spieler, der dann am Spieltisch auch so eine Art Interaktion mit seinen Mitspielern braucht und irgendwie was, also dass es ein Spielerlebnis ist und nicht nur ein gutes mechanisches Spiel, wenn ich das so richtig raushöre. Ja, es kommt halt automatisch. Also wenn du kannst, klar kannst du Spieler eiskalt runterspielen und mit den anderen nicht sprechen, aber irgendwie versucht man ja doch sozialen Kontakt aufzubauen und auch ein bisschen mehr als nur ein Brettspiel an einem Abend zu machen.
Und wenn du dann zum Beispiel auch mit Atlantis Rising oder so, haben wir wirklich wunderschöne Abende verbracht, einfach mit 7 Leuten, mit Wein und gutem Essen zusammen, und dann retten wir mal nebenbei Atlantis oder doch nicht, weil die Karten falsch gezogen sind. Macht natürlich gleich mehr Spaß, als wenn du ein Spiel solo monoton vor dir runterzockst und alle sind ruhig und konzentriert. Aber auch sowas geht. Ja. Dein Lieblingsautor wird hier noch nachgefragt. Mein Jetzt Lieblingsautor? musst du ganz blank ziehen. Alles Nee, festgetackert. ich würd mal sagen, Eric M. Lang aktuell. Also was heißt aktuell? Quatsch, nicht aktuell, früher. Also hätte ich Eric M. Lang gesagt, weil Dice Masters finde ich ziemlich cool. Das ist auch so, ist ein bisschen untergegangen, ist ein kleines kompetitives Würfelspiel gewesen, wo man halt auch 1 gegen 1 gespielt hat. Mit alle Würfel in den Sack ziehen und dann raussuchen, und dann gibt es ganz viele verschiedene Superhelden-Themen. Ja, genau. Aber das ist halt auch schwer, weil Lieblingsautor, es gibt so viele gute Autoren. Also, das ist. Man will auch eigentlich sich nicht auf einen festlegen, sondern die Vielfalt Nein. halt einfach genießen, ne? Das ist ja das Nee, ich mag. Schöne an den modernen Brettspielen. Ja. Also, von den amerikanischen Autoren wäre es Eric M. Lang oder Richard Garfield auf jeden Fall auch. Von dem habe ich auch viel gespielt, viel gemocht. Ja, und von den Deutschen, Uwe Rosenberg ist ein super Autor, und die restlichen natürlich auch alle. Also ich mag es mir ja jetzt ja auch nicht verscherzen, gell? Genau. Ja, Matthias Kramer ist auch ein super Autor, mit dem machen wir dieses Jahr auch ein Projekt. Habe ich auch noch nicht erzählt. Weimar wird auch ein Kickstarter. Das wird ein bisschen was Größeres. Ja, das ist auch ein Das. sehr sonderbares Spiel, ne? Das ist jetzt nichts, Genau. was man überall findet und auch bei euch sehr einzigartig ist. Genau, das wird auch ein Nischenspiel werden, mit einer Spielzeit von fast 6 Stunden. Also das ist die Nische von der Nische, aber einfach mit einem Thema, was uns wichtig ist. Das wollten wir rausbringen. Ja, auch auf das Spiel bin ich schon sehr gespannt, gerade weil es auch sehr expertig allein schon von der Spieldauer klingt und ja, Thema natürlich gerade jetzt auch wieder irgendwie aktuell geworden. Leider Gottes. Ich bin aber auch sehr gespannt auf die Umsetzung, ob das da polarisierend ist oder genau den richtigen Sweet Spot gefunden hat. Also solche Themen muss man ja immer mit der Pinzette anfassen, und Ja, ich glaube, das genau. ist den 3 Verlagen, die da dran arbeiten, und dem Autoren sehr gelungen. Die Frage von Steff Hamburg ist noch, ob Weimar ein reines Vier-Personen-Spiel ist oder ob man das auch mit anderer Spieleranzahl spielen kann. Also aktuell, es wird noch dran gearbeitet, aber aktuell ist meine ehrliche Antwort, ja, es ist ein reines Vier-Personen-Spiel aktuell. Okay, ja, Ob sich reines. das noch Ob sich das noch ändert, weiß man nicht, aber ja. Ja, und ja, auch weiter ist das Interesse. Also, dann erzähl doch darüber mal ein bisschen mehr, bitte. Kannst du da noch mehr erzählen über Weimar oder ist es noch alles Top Secret? Das ist leider, nein, also das ist nicht alles Top Secret, aber am besten schaut man sich, wenn man sich für Weimar interessiert, an die Videos beim Klickenabend an. Da gibt es längere Interviews, einmal von Spielworks und auch einmal von Matthias Kramer. Und da erfährt man deutlich mehr, als wie ich jetzt hier in den 5 Minuten erzähle. Okay. Ja, würden wir uns wahrscheinlich einfach mal raussuchen und wir schicken euch dann den Link. Da könnt ihr euch dann mal reinklicken. Ja, Joachim, vielen Dank, dass du da warst und wir die Zeit mit dir hatten, hier über Skellig und die neuen Spiele zu reden. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schaut auf jeden Fall auf dem Discord-Server bei Skellig rein Genau, und einfach stellt rüberhopsen. dort rüberhopsen und dort eure Fragen loswerden. Genau, und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auf der BerlinCon wieder, Joachim. Gerne, gerne. Aber ich glaube, wir haben noch was, oder? Wir haben noch was, richtig.